Das symphonische Präludium, mit welchem ich die Münchner Einspielung beginne, ist ein Stück, was aus dem Nichts kommt und ein Stück mit ein paar Fragezeichen. Jahrelang galt es als ein Werk von Gustav Mahler. Allerdings stammt die einzige Abschrift, die man von diesem Stück kennt, aus Bruckners Schülerumkreis, und zwar von dem Polen Krzyżanowski. Heute weiß man, dass dieses Stück Bruckner wirklich geschrieben hat. Vielleicht hat Krzyżanowski und Mahler haben sie Hand angelegt an der Instrumentierung. Vielleicht hat Bruckner ihnen das im Unterricht gegeben, dass sie es instrumentieren sollten. Ich fand, dass dieses Stück einfach perfekt ist, um schon mal diese morbide Stimmung der dritten Sinfonie vorauszunehmen. Begann er mit den ersten Skizzen für diese Sinfonie, und er hatte im böhmischen Marienbad gerade die Skizze zum Finale vollendet und reist am gleichen Tag nach Bayreuth. Hatte sich bei Wagner angekündigt, die beiden hatten sich vorher schon in München getroffen, und Bruckner legt Wagner die zweite und die dritte Sinfonie vor und fragt Wagner, welche er ihm widmen dürfte. Bruckner hatte allerdings zu viel Bier getrunken, sodass er am Abend nicht mehr sicher war, was Wagner wohl geschrieben haben mag. Und er schrieb ihm, ja, welche ist es denn nun? Und Wagner hat so in etwa sinngemäß bloß kurz auf einen Zettel zurückgeschrieben, ja, die Trompeten, Wagner. Mit meinem Tonmeister Martin Fischer ist es eine, wenn ich sagen würde, fruchtbare Zusammenarbeit, wäre das sehr oberflächlich. Wir kennen uns aus der Zusammenarbeit bis ins kleinste Detail. Wir haben natürlich über die Jahre extrem viel Erfahrung sammeln können. Ich erinnere mich noch an die ersten Aufnahmen an dieser großen Doppelorgelanlage in Kiel, wo ich zum Teil für eine Registrierung bis zu einer Dreiviertelstunde gesucht habe. Und zwar nicht, weil ich nicht registrieren kann, sondern weil wir eine bestimmte Farbschattierung im Ohr hatten. Das war so, als ob in der Kathedrale in Petersburg ein Abendsonnenstrahl hinabfällt und unten singen die Mönche. Ja, wie registriert man sowas? Olivier Messiaen hat verschiedene Antworten drauf gefunden, wie man Licht in Klangfarben übersetzt. Und ich tue das Ganze eigentlich die ganze Zeit an der Orgel. Das heißt, für jede dieser CD-Aufnahmen brauche ich ungefähr 1000 Klangkombinationen. Man kann in vielen Büchern lesen, dass Bruckner Wagner imitiert hätte. Das ist aber eigentlich nicht der Fall, weil Bruckner Symphonik geschrieben hat. Er hat keine einzige Oper verfasst. Er hat nur Wagnersches Klangmaterial benutzt und in seine persönliche Form gestrickt. Laut der Bruckner Dirigenten Sergio Celibidache und Günter Wand beginnt erst mit der dritten Sinfonie das eigentliche symphonische Schaffen von Anton Bruckner. Wegen Wagner und der Begegnungen Bruckners mit Wagner hier in München war auch die Wahl ganz leicht, an diesen originalen Schauplatz hier in München zu gehen und an diesem phänomenalen Doppelinstrument der Orgelbaufirma Kleis hier aufzunehmen. Die Wahl auf Johanna Doderer zur Komposition des Bruckner-Fensters für die Münchner Aufnahme kam für mich, weil ich einige ihrer Stücke live miterlebt hatte. Johanna Doderer hat ein Scherzo geschrieben, was dann auch Teil einer großen Orchestersinfonie wird. Und ich habe ihr gesagt, sie soll sich absolut frei fühlen. Und wir haben daraus quasi ein Orgelwerk entwickelt. Thank you.
Was ich an Johanna Doderer wahnsinnig schätze, ist ihre unglaublich kreative und offene Art. Sie hat mir vollen Handlungsspielraum, volle Freiheit gelassen. Als ich ihr hier die Orgel vorstellte, hatte sie ja schon fast Tränen in den Augen über die Möglichkeiten, die eine große Orgel bieten kann, über die Riesenfarbpalette. Und gerade wenn man hier nachts an solchen Instrumenten sitzt und aufnimmt, selbst wenn es anstrengend ist und man oft ringt, es geht da gar nicht um Fehler und dass das Timing nicht stimmt. Es sind manchmal Dinge, dass wir das Gefühl haben, wir müssen noch mehr dran sein und noch mehr irgendwie auch gegen diese Maschine Orgel. Denn die Orgel ist eine Maschine. Sie ist ein zauberhaftes, phänomenales Instrument, was extrem viel kann. Da etwas zu finden, was wie ein großer Klangstrom, vergleichbar Bruckners Sinfonien, einfach ja, in die Zukunft geht. Das ist mir extrem wichtig.